Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt dem Low-Tech nach. Ah, Ich kann nicht Benson ist empfehlen, auch Sie in da. diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus! Du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich, halte dich von dem Mädchen fern. Wir brauchen ja erstmal den Espresso. Wir müssen es noch abfüllen. Heißt, wir haben schwarzes Pulver. Das haben wir auch eigentlich schon. Keine Ahnung, warum es nicht. Dann noch ein klares Wasser. So, haben wir. Und das können wir auch noch erledigen. Da habe ich, glaube ich, schon eine Idee, wie wir das mit dem Stier hinbekommen. Ne, hier gibt es nichts mehr. Aber wo wir aufputschen das herbekommen, weiß ich jetzt auch nicht. Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Nein! So dumm. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Ja. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Gleich nochmal. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Oh.
Ja. Und heute, liebe Kinder? Wir brauchen eine Spitze. Notfallstation. Da müssen wir auch noch was mit dem Feuerlöscher machen. Schon mal keine Spritze haben. Den hätte ich auch gern. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Jetzt müssen wir den etwa da reinstellen. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Müssen wir das irgendwas? Nee. Strike! Cool. Da kann man. Brauchen wir auch irgendwas. Jetzt glaube ich sie jetzt nicht da, das war ein Freund da. Doch mal. Jetzt, oder? Klappe. Ich habe da schon so eine Vermutung, weil wenn wir das machen, ist der Boden ja fest. Dass ich da durch die Stange rein kann. Und wenn ich dann zum Polizeiling wechsle, kann ich mir niedrig nehmen. Mit dem ich wahrscheinlich den Schrank da beim Krankendings da krieg. Jo. Ach ja. Juhu. Kommt jetzt einfach so durch? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja, Rufus. Ja. Aber machen wir es doch ein bisschen leichter. Da auch nicht hin. Die drehe ich. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das... Ja, jetzt haben wir Aufputschmittel. Juhu.
So, ja, ich glaube, wir haben jetzt langsam alles zusammen. Bin ich dumm, ich hätte auch wechseln können und dann, ach, egal. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Ha, Kinderspiel. Ja, ja. Stierblut? Ja. Ja, doch auch, oder? Ja, hier, schmeckt. Der Duft erinnert mich an etwas. That's Aftershave? Schwarzes Pulver. Aha, haben wir doch. Wir haben das doch. Juhu. Aber wo stellen wir das jetzt her?